Wasserfreunde Spandau weiterhin auf Erfolgsspur. Mit 23:5 besiegen sie den Amateurschwimmclub Duisburg und demonstrieren erneut ihre Stärke in der Wasserball-Bundesliga. Ich finde, wir haben Vollgas gegeben, auch wenn jetzt Duisburg nicht so der starke Gegner für uns war. Wir wollen gerade unseren Rhythmus beibehalten und das, finde ich, haben wir ganz gut gemacht. Auf dem Papier ist das Spiel vielversprechend. Immerhin spielt Tabellenerster gegen den Tabellenzweiten. Aber schon nach wenigen Minuten zeigt sich, dass der Rekordmeister aus Berlin zu stark für die verletzungsgeschwächten Duisburger ist. Dennis Trelecki legt für die Spandauer vor, 8:0, und das schon nach 11 Minuten. Die Berliner können vor allem durch ihre Ballgewinne und ihr schnelles Konterspiel brillieren. Marin Restovic auf Yannick Kirou, der zum Halbzeitstand von 13:1 trifft. Ja, ich glaube, das Ergebnis spricht einfach für sich selber. Wir sind hier mit einer ziemlich minimierten Truppe leider angereist, weil wir viele verletzungsbedingte Ausfälle und krankheitsbedingte Ausfälle haben. Dafür haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen gegen diese mega gute Spandauer Mannschaft. Nach der Pause machen die Spandauer da weiter, wo sie vorher aufgehört haben. Torfestival vom Feinsten, und immer wieder profitieren sie von den Fehlern der Duisburger. So trifft Kapitän Dimitri Krollert per 5 Meter zum 20:2. Sein 5. Treffer insgesamt und somit gemeinsam mit Yannick Kirou bester Torjäger dieser Partie. Zum Schluss ist es noch einmal Soran Bosic mit dem letzten Treffer für die Berliner zum Endergebnis von 23:5. Die Spandauer somit auch nach dem 9. Spiel weiterhin ungeschlagen und natürlich mit dementsprechend großen Zielen. Ja, also auf jeden Fall Deutscher Meister ist sehr, sehr hoch auf der Liste, und Final Eight wollen wir auch erreichen. Dazu dann am besten auch noch der DSV-Pokal. Bereits in 2 Wochen treffen beide Teams im Viertelfinale des Wettbewerbs wieder aufeinander. Dann können die Spandauer erneut ihre Stärke unter Beweis stellen, wenn ihnen die Duisburger keinen Strich durch die Rechnung machen.